Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend erstmal von meiner Seite aus. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur diesjährigen Fotoausstellung der Mettenhofer SPD. Freut mich, dass unser lieber Freund Klaus-Dieter Schröder heute Abend hier so viele Bilder rausgesucht hat. Ich begrüße ganz herzlich zusätzlich noch den SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Friedrich Trausen, unseren Mettenhofer Vorsitzenden der SPD Falk Stadelmann sowie unser Ortsbeiratsmitglied Jutta Keller. Es ist schön, dass wir heute Abend alle gekommen sind. Ich finde es jedes Jahr, und Ulrike Linder begrüße ich auch ganz herzlich aus dem Ortsbeirat. Entschuldigung, du warst leicht verdeckt, deswegen war es etwas schwierig. Genau. So wollte ich es nicht sagen. Ich finde, es ist jedes Jahr wieder erstaunlich, welche Aufgaben man unserem Klaus-Dieter stellen kann. Wir haben 50 Jahre Mettenhof, wir haben 50 Jahre SPD-Ortsverein Mettenhof und jetzt 10 Jahre Mettenhofer Kulturtage. Und zu jedem Anlass kann er komischerweise, und ich finde es wirklich komischerweise, aus einem unglaublichen Fundus schöpfen an Bilder und Repertoires. Und wenn ich dann höre, im Vorwege gerade wie eben, ich musste mich hier noch entscheiden, welche Bilder ich raussuche. Das heißt, ganz deutlich, wir haben einen unglaublichen Schatz über die Mettenhofer Geschichte und was festgehalten worden ist. Und ich glaube, das ist etwas Einmaliges für diesen Stadtteil. Und ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viel davon gut haben und dass du uns auch in Zukunft mit deinen Bildern weiterhin beglückst. Mhm. Vielen Dank. Ja. Vielleicht nochmal vielen Dank, Ortsrat der SPD, für die Aufstellung, dass ich wieder aufstellen durfte, dass es ein Jahr lang wieder schnell läuft, dass wieder die Bilder suchen mussten. Schade, dass kein Uwe Lindner, dass wir viel mit ihm zusammengearbeitet haben, dass er leider aufhört. Es ist sehr traurig, dass er heute nicht dabei sein kann. Und es ist immer schwierig, Bilder auszusuchen, welches Bild nimmst du. Wenn du das nimmst, sind die anderen wieder beleidigt. Das ist echt wahr. Alles schon gehabt. Ne? Und da habe ich gesagt, nehmen wir heute mal die Bilder, die jetzt hier hängen. Die sind nicht bearbeitet worden. Die sind so Natur geblieben, wie auf der Festplatte war. Und so kann ich jetzt die Fotoausstellung eröffnen. Es gibt was zu trinken, was zu essen, Besteck. Und wenn Sie die Bilder angucken, dann können Sie auch nachher bestecken. Dann mache ich noch, sage ich nochmal, viel Spaß bei der Bilderbesichtigung. Und sage nochmal der SPD und sage nochmal vielen Dank, dass ich. Gut, hiermit eröffnet die Ausstellung. Ne? Ich habe mich nicht mehr.
Er nimmt das alles auf. Ich gucke ja mal, wenn ich will oder will. Ja, was ist das für eine Truppe, die ich hier nie sehe und sehe? Das ist dann ein Buch geworden, ja. Genau.